Hallo und herzlich willkommen bei Stempeln in Aachen. Mein Name ist Sabine. Immer wieder mittwochs, heute die Verlosung des Februargewinns. Zu gewinnen gibt es den 3D-Prägefolder Struktureffekt. Den könnt ihr gewinnen, wenn ihr mir eine Karte zugeschickt habt zu den entsprechenden Wochenthemen, die wir im vergangenen Monat hatten. Es gab ein Kreativ-Bingo, einen Sketch und das Kartenthema. Einige Karten sind noch vom Januar angekommen. Damit beginnen wir jetzt auch. Das ist zum Thema Wetter. Einmal die Karte von der Magdalena aus Hamburg mit den Walfischen, Regenbogen und dann die Karte von der Gabriele aus Haibach. Ganz spannend gemacht, könnt ihr das sehen. Das ist mit diversen Lagen, 3D-Pads gearbeitet. Der Regenschirm aus dem gültigen Frühjahr-Sommer-Katalog. Also Karte 1 und Karte 2. Dann geht es weiter mit dem Kreativ-Bingo. Das Kreativ-Bingo. Habe ich die Karte 3 von der Jutta aus Bonn, die Karte 4 von der Steffi aus Pulheim und die Karte 5 von der Steffi aus Bräunlingen. Vielen Dank für die tollen Karten, die ihr mir zugeschickt habt. Ich freue mich da jeden Monat drüber und gerade zum Ende des Monats ist immer toll, da kommen so viele Umschläge bei mir an. Das ist total schön. Es geht weiter mit der, oh je, falsche Richtung, ne? Magdalena, entschuldige. So muss es sein. Mit der 6 nochmal die Magdalena aus Hamburg, aber jetzt zum Kreativ-Bingo. Die 7 ist die Ulrike aus Waldbröl. Seht ihr hier die Tochter? Die ist auch noch embossed und anschließend dann ausgestanzt. Das ist ein Celebration-Set, das könnt ihr im Moment für 60 Euro Bestellwert gratis erhalten. Also das ist die 7 von der Ulrike aus Waldbröl und die 8 von der Caroline aus Limburg. Ganz herzlichen Dank für die schönen Karten. Ich muss dann immer danach das Auflegen ein bisschen beschleunigen. Ihr merkt das schon, ne? Ich mache mal nur die 2. Weil die eine, die quadratische, ja doch ein bisschen größer ist. Da haben wir dann die 9 von der Liane aus Obermichelbach und die 10 von der Gabriele aus Haibach. Das ist ein mega Teil, aber so schön auch mit den unterschiedlichen Prägerahmen und das neue Designerpapier im Hintergrund. Und bei der Liane, da haben wir hier die Rose embossed und das Rosenpapier im Hintergrund. Ganz schön, vielen herzlichen Dank. Dann habe ich hier 2, die zählen aber nur als eine. Werdet gleich hören, warum. Und zwar habe ich hier die Karten 11. Das ist von der Jutta aus Bonn. Und dann habe ich die 12 von der Steffi aus Pulheim mit diesem immensen Spiegelkarton und dem Apfel. Und warum ich die nur einmal erzähle, die Jutta hat mir halt 2 Karten geschickt und hat gesagt, die eine ist für die Teilnahme, die andere als Geschenk, die kann ich so benutzen. Und zeigen wollte ich euch die aber auf jeden Fall. Und ihr seht hier mit den Mohnblüten, die im Moment im Programm sind. Und hier eine Blüte ausgestanzt aus einem Hochglanzkatalog. Das ist ein Prospekt oder ja, sowas in der Art. Aber oder eine Farbkarte kann es auch sein. Also auf jeden Fall eine ganz tolle Idee. Sieht super aus im Original. Ja, und der Apfel hier, das ist der Knaller. Wie das spiegelt, wunderschön. Also ganz herzlichen Dank für die schönen Karten. Ich freue mich sehr. Ihr wisst, die Karten gebe ich anschließend an den ambulanten Kinderhospizdienst Aachen.
Da habe ich zum einen die Karte 13 von der Steffi aus Bräunlingen. Dann die 14, die ist von der Magdalena aus Hamburg. Und die 15 von der Ulrike aus Waldbröl. Hier haben wir schon direkt eine Osterkarte mit den Federn, ausgestanzter Eier und Kolibri hier. Südseetraum oder Karibik, ich weiß nicht, aber auch sehr schön. Und hier unten dann die Magnolien, die für jede Gelegenheit optimal sind. Ganz herzlichen Dank, sehr, sehr schöne Karten. Ich habe mich sehr gefreut. Da haben wir dann die 16 mit der Kuh. Die Kuh ist der Knaller. Die 16 mit der Kuh von der Caroline aus Limburg. Die 17 Vögelchen aus dem Jahreskatalog, ne? Da sind die drin. Da ist auch das Papier drin. Genau. Also die 17 von der Liane aus Obermichelbach und die 18, eine Männerkarte mit Werkzeugkasten und Werkzeug hier. Das ist die 18, ist die Gabriele aus Haibach. Ganz herzlichen Dank für die schönen Karten und auch dafür, dass ihr so regelmäßig alle mitmacht. Ich finde das so toll, dass ihr jeden Monat dabei seid. Die meisten kenne ich jetzt schon seit August. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Wir machen dann weiter mit dem Kartenthema. Das Kartenthema war Zurück zur Einfachheit. Da habe ich hier von der Ingrid aus Eilendorf mit einem schon recht alten Set die Karte 19. Aber dieses Set, ich habe das auch noch immer im Regal stehen. Ich finde, das ist so klasse mit der Uhr und der Hintergrund dazu. Kompassnadel, das kann man immer wieder für eine Männerkarte gut brauchen. Aber ich finde es auch hier, wirkt richtig schön. Dann haben wir die 20 von der Jutta aus Bonn. Die Blumen in Blau und Grün kombiniert, finde ich auch mal eine klasse Farbkombi auf vanillefarbenem Farbkarton, das wirkt total schön. Und hier musste ich ein bisschen lachen. Das ist die 21 von der Heike aus Hennef. Ich glaube, die Heike hat tatsächlich noch nie mitgemacht. Zurück zur Einfachheit. Das ist die Karte. Das ist super, gefällt mir total gut. Und dann hat sie dazu geschrieben, und wenn es dann doch zu einfach ist, dann tue ich dir noch ein bisschen Glitter dazu. Und dann hat sie mir hier noch Strasssteinchen dazu getan. Die kann ich also gegebenenfalls, wenn es mir zu wenig wirkt, dann noch da drauf kleben. Ich fand es total süß. Und dann guckt euch mal diese niedliche, kann man das sehen? Ich lege es nach hier. Das ist ein Osterhase. Eine Büroklammer in Hasenform. Das finde ich ja so klasse. Sehr schön. Also, da seht ihr auch ganz einfach einlagig, ohne viel Schnickschnack. Dann wirken die Karten auch ganz toll. Vielen herzlichen Dank für die super schönen Karten. Gut, ich glaube, wir haben diesmal nicht so viele. Ihr habt wohl ein bisschen Karneval gefeiert, statt zu basteln. Das ist aber jetzt keine Kritik. Ja? Das will ich nicht missverstehen. 22 von der Liane aus Obermichelbach. Dann haben wir die 23 von der Caroline aus Limburg. Also wenn das nicht einfach ist, diese eine große, aussagekräftige Blüte und dazu noch das für dich. Ich finde, das wirkt super. Also Caroline, ganz herzlichen Dank. Und die 24 von der Magdalena aus Hamburg. Verschiedene. Bei uns heißen die ja Motivklebebänder, also Washi-Tapes. Und dann ein Tag ausgestanzt mit Lebe, Lache, Liebe. Und schon seid ihr fertig. Also man sollte sich das viel öfter überlegen, mal einfache Clean and Simple Cards zu machen. Die sind schnell fertig und die wirken so toll. Ganz, ganz herzlichen Dank. Tolle Karten. Und dann sind wir eigentlich schon fertig. Dann habe ich noch zwei. Das ist die eine, die ist von der Steffi aus Bräunlingen mit dem Regenbogen im Hintergrund und die Vögelchen aus dem Jahreskatalog. Und dann habe ich die
Gabi aus Gusenburg. Das ist die 26. Ich glaube, die Gabi hat auch noch nie mitgemacht. Schönen Einstand, finde ich. Zum einen diesen Kranz mit den Blütenreigen und dann in die Mitte den Text gesetzt, noch drei Perlchen drauf und schon ist sie fertig. Ich bin total begeistert. Also dieses Thema Clean and Simple, ich glaube, das nehme ich doch häufiger nochmal auf. Also ganz lieben Dank euch allen für eure Beteiligung. Das hat mir total viel Spaß gemacht, zu sehen, wie man mit wenig so tolle Karten machen kann. Allerdings will ich jetzt auch die anderen Karten nicht schmälern, ne? Nicht falsch verstehen. Also das ist total super. Guck mal, wie toll das aussieht, wenn man die dann alle so auf einmal sieht. Ich nehme gleich die anderen auch noch dazu. Jetzt geht es natürlich ans Verlosen. Und dazu nehme ich das Random-Teil wieder zur Hilfe. Und ihr seht jetzt nachher die Nummer, die gewonnen hat. Und danach blende ich dann auch die Gewinnerkarte ein. Jetzt geht es also erstmal ans Auslosen und danach sehen wir uns dann wieder. Ich habe wieder ein bisschen aufgeräumt hier, das ganze Kartenchaos beseitigt und zeige euch dann jetzt, wie die Gewinnerkarte aussieht. Das war die Karte 17. Wer jetzt eben genau aufgepasst hat, das war eine Karte zum Thema Kartensketch. Der Sketch war ja von der Anja, ihr erinnert euch, die hatte mir geholfen. Und das hier ist also die Gewinnerkarte. Das ist eine Karte von der Liane aus Obermichelbach. Die Liane, die ist wirklich von Anfang an schon dabei. Die schickt mir jeden Monat zu jedem Thema eine Karte, also drei im Monat mindestens. Und ich freue mich total, dass so ein alter Hase jetzt quasi auch gewonnen hat. Also Liane, ganz herzlichen Glückwunsch. Dein Gewinn ist die Prägeform-Struktureffekt. Du erhältst dann eine Leinenoptik für dein Papier. Und ich hoffe, du hast damit viel Spaß. Ich finde die super. Die kann man wirklich zu jeder Gelegenheit benutzen. Ganz herzlichen Dank nochmal an alle, die sich beteiligen und die mir immer wieder so schöne und vor allen Dingen auch so unterschiedliche Karten schicken. Ich hoffe, wir sehen uns dann auch ab nächster Woche wieder. Ich habe mir bei dem Gewinn ein bisschen was einfallen lassen. Ich hoffe, ihr habt da auch Spaß dran. Es gibt Designerpapier, aber nicht einfach ein Paket 12 Zoll Designerpapier, sondern ich habe Designerpapier aus dem Frühjahr-Sommerkatalog für euch und zwar einen ganzen Stapel. Und ich hoffe, ihr freut euch darauf. Ihr macht dann auch ab nächster Woche wieder mit. Wir fangen dann mit dem Kreativ-Bingo wieder an. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Woche. Denkt dran, Montag ist auch wieder Celebrating Monday. Ich bin, wenn ich es richtig im Kopf habe, um 16 Uhr dran. Und ihr dürft auch gespannt sein. Wir haben noch eine Gastdesignerin. Und die macht also den mittleren Termin dann noch zusätzlich. Wir haben also nicht nur um 8 und um 16 Uhr ab nächster Woche ein Video, sondern um 12 Uhr dann noch ein drittes. Passend zu den neuen Celebration-Produkten, die ja seit, ja, jetzt muss ich sagen, gestern, ne, also seit dem 3.3. ja, bestellbar sind. Und wie gesagt, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch bei den Videos gucken kommt und euch Anregungen holt. Und ich wünsche euch bis dahin eine tolle Zeit. Macht es gut. Tschüss. I am in control.